Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2 und ich mache wieder von hier weiter. Wow, und ich habe halt keine Leben mehr, ihr seht es. Der blöde Mr. T kommt. Stirb, Mr. T. Stirb, Mr. T. Ich hoffe, du tötest mich nicht. Oh ja, wir haben es geschafft. Oh, oh Gott, das ist so ein Arsch. Ich renne halt hier rum, bin fast tot. Oh Mann. Komm, schleif dich dahin mit deinem Kadaver, Leon. Und Magnum Bullets, jawoll, das hat sich gelohnt. Also, wir haben 4 Schuss verbraucht und kriegen 8 Stück dafür zurück. Oh Gott, ich schleife mich jetzt mal ganz schnell zur Kiste und gebe mir mal eine fette Heilung. Oh Mann, stell ich mal vor, ihr müsstet das ganze Spiel so rumlaufen, so schwer verletzt. Oh, das wäre ja echt Panne. So, komm schon. Leon, wir können es schaffen. Oh. Ich muss aber sagen, bei Leon finde ich es gar nicht so schlimm, wie wenn es jetzt zum Beispiel Claire wäre, die sich hier so rumschleppt. Das fände ich, oh, das wird mir, glaube ich, echt leid tun dann um sie. So, langsam lässt die Heilung nach, die wir hier haben, aber es ist immer noch mehr als genug, finde ich, ja. So, yes, fein. Wir sind wieder feini fein. Alles fein. Wie wenn man mit kleinen Kindern redet. Alles feini fein. So, wunderbar. So, kleiner Leon. Jetzt gehen wir mal das Power Plant, nicht Power Plant, den Reaktor besuchen. Ist das ein Reaktor? Guck mal, hier blenden die Texturen durch. Sehr gut. Wir haben ja den Schlüssel. Ich hätte eigentlich oben noch was tun können in dem Labor, aber da waren zu viele Pflanzen, da wollte ich erstmal nicht weiter. Die mag ich nicht. Ach, Power Room Key, jetzt ist doch der Power Room. Wie sagt man auf Deutsch? Der Generatorraum, oder? Ja, irgend sowas. Ist ja egal. So. Sieht aus wie eine Rakete in der Mitte. Ich weiß gar nicht, können wir hier sogar diesen... Ah! Ey, Kumpel. Alles klar, Kumpel. Ah! Och Mann! Oh! Run! Ich heiße Leon, nicht Ron. Nein! Ja, schieß doch auf ihn, Mensch! In den Kopf! Oh! Oh, und platsch! Schön im Metallbad! Leon, please, escape. No, we're a team. I can't just leave you behind. I'm just a woman who fell in love with you. Oh. Nothing more. Ada. No. Ada! Oh Mann, die Arme. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. I will always remember you. Goodbye, Ada. Ja, wer die weitere Story kennt... Oh, Master Key, sehr gut. Ja, wer die weitere Story kennt, der wird noch wissen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir sie gesehen haben, auch wenn man jetzt denken könnte, es wäre so. Naja, sie ist wohl eine Überlebenskünstlerin. Obwohl sie ganz schön viel Blut verloren hat, würde ich mal behaupten. Oh ja. Is that you? Where are you? I can see you on the monitor, but never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry for me. I left her in the security office. Please, you must save her. Wait a second. What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Hello? Claire, are you there? Claire! The security office? Ja, wir wissen, wo das ist. Das muss ich jetzt nicht wissen auf der Karte. Da haben wir nämlich letztes Mal die Sherry, die kleine Sherry, zurückgelassen als Claire. Ihr erinnert euch. So, und jetzt schnell, schnell, schnell. Obwohl, es macht halt wieder nur den Anschein. Ich hab's ja schon mal gesagt. Das
Man wird hier immer so ein bisschen darauf getrimmt oder es wird einem suggeriert, dass man sich hier beeilen muss. Aber in Wirklichkeit ist es halt alles so schön smooth. Also man kann sich Zeit lassen, man muss nicht rennen unbedingt. Weil es ist halt ein endloser Countdown. Bis zum gewissen Punkt, an dem man eben ein Skript oder eine Schwelle übertritt. Und dann kommt erst der Timer richtig, also 5 Minuten oder was das war. Gut, dann gehen wir doch mal trotzdem hoch. Ich meine, was sollen wir sonst noch runter? Wir müssen ja runter. Und dieser blöde Tyrant, dass der da immer noch rumstromert, das macht mich immer so ein bisschen bäh. Und vor allem ist ja William Birkin auch noch unterwegs, der Hauptpapa-Tyrant oder wie auch immer. So, hier ist das Office und wir machen erstmal auf. Sherry! Da liegt sie. Sherry? I've come to get you out of here. Claire is waiting for you. Warum trägt er sie eigentlich dahin? Okay, I can't leave Sherry behind. Ja, schön. Warte mal, ich glaube, ich muss an den Computer mit dem Master Key. Ah, the Master Key is required to open the escape route. Ich habe doch noch gar nicht alles untersucht. Mhm. An emergency passageway is visible. Will you go down? Ja, bitte. Oh, seht mal, jetzt haben wir ein rotes und blaues Licht. Aha. Naja. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich wollte jetzt noch gar nicht runtergehen. Jetzt haben wir es halt schon getriggert, das meinte ich. Nee. Ich wollte mir doch das eine Labor noch durchs... Ah, gut, ist egal. Ich habe auch keinen Bedarf gehabt, die Pflanzen jetzt nochmal kaputt zu machen. What is this? A train. Naja, es könnte schon sein, dass das hier der letzte Part wird von dem Let's Play, Leute. So viel kann ich schon mal sagen. Just rest here for now. Claire should be back soon. Okay. Oh, die arme Kleine. So, wollen wir mal schauen. Ich glaube, ich muss jetzt schon vor und den Zug starten. There's an activation lever for the train motor. The motor cannot be activated due to the insufficient power supply. Wir haben keinen Strom. Okay, also müssen wir erst nochmal raus und den Strom irgendwie aktivieren. Warum legt er eigentlich immer die Knarre ab? Ich rüste die doch nicht zum Spaß aus, Kerle. Weil hier können wir uns, glaube ich, schon erlauben, das Ding zu verballern. Ich brauche dann eh nur noch die Magnum im Endeffekt. Hä? Can't go back now. Naja, dann können wir eben nicht zurückgehen. Ah, hier. The device to open the tunnel gate. The power is not supplied. Hier vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Muss ich vielleicht doch im Zug? Ach nee, da ist ja der Aufzug. Da kommt man ja später runter. Nee, dann weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss doch im Zug irgendwas erledigen. Aber auf jeden Fall muss ich später noch hier hinten rumlaufen. Dann hier oben drüber und so, ne? Über diesen Übergang mit den Treppen. Ach, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall überziehen müssen, denke ich. Wenn ich zu blöd bin, jetzt das hier durchzuschaffen. In diesem Part. Ach, guck mal, da ist ja ein fetter roter Schalter. Vielleicht ist es der? Nein. Nein, nein, nein. Ist es der? Auch nicht. Wir müssen da irgendwas Strom aktivieren können. Vielleicht doch im Zug zurückgehen? Ja klar, sieht so aus, ne? Ja. Hätte ich das zuerst mal gemacht, wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen. Aber nochmal eine Kiste irgendwo wäre auch gar nicht blöde. Da ist ja eine. Sehr gut. Und vielleicht noch ein bisschen Muni? Nein, aber was anderes. Ah, Plattform Key. Okay, für was wir den jetzt brauchen? Mal gucken. Und ich habe immer noch die blöde Valve mit mir da rumschleppen. Ich weiß halt echt nicht. Na, ich lasse es mal so. Ich weiß ja nicht, ob wir noch was brauchen werden. Nee. Ich muss nochmal ganz zurück, ja. Jetzt muss ich nämlich dahin das Metalltor aufschließen und dann über den Zug drüber und auf der anderen Seite dann den Strom aktivieren. Und dann wieder zurück und das Gate öffnen. Und dann kann ich, glaube ich, den Zug aktivieren. Und dann kommt auch Claire oder so. Naja, aber lasst euch sagen, es wird noch einiges passieren. In dieser kurzen Zeit jetzt, denke ich. Ja, Plattform-Key, ja bitte. Na gut, ich hätte jetzt eigentlich doch noch ein Heilspray mitnehmen können oder sowas. Aber ist egal. Hi, oh. 5 Minuten bis Detonation.
Ah, jetzt schon. Ah, okay. So habe ich mir das geträumt. Warte mal, gibt's da hinten noch was? Ich will nochmal ganz schnell gucken. Ich weiß nicht, ob es mit der Zeit so hinhaut. Eine Kiste. Warum auch immer hier nochmal eine Kiste steht. Ich habe da erst einen Zug gehabt. Naja, nehmen wir ein Heilspray mit. Man weiß ja nie. Immer eins zusätzlich einpacken. Oh, die Zeit unbarmherzig, wie sie tickt, ne? Und vor allem, ich glaube, die ist auch... Ich weiß gar nicht, ob es damals auf der PlayStation langsamer war, weil man es eben auf PAL gespielt hat. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, da ist Strom, glaube ich. Storage for the High Capacity Plugs. Will you open it? Ja. Die Hochleistungs-Plugs. Och nee, das ist doch Scheibenkleister. Och Mann, wie fies. Da brauche ich ja doch zwei. Gemeinheit. Das ist echt gemein, Leute. Wie man halt genötigt wird, zwei Plätze freizuhalten. Obwohl ich eigentlich das nicht so gerne will. Oh ja. Halt mich doch noch mehr auf, indem es da... indem es da einfach mal beben lässt. The emergency mode has been activated. The power supply will be cut temporarily. The emergency train will be activated upon restoration of the power. Ja. Das ist schön. Da kommt da mein Freund. Oh nein. Spielt doch nicht so eine Fanfare-Musik von den Arsch ein, hey. Oh, oh Gott, ne, das tat weh. Aua! Aua, aua. Au! Ich muss mir... Au! Oh, da bin ich schon verletzt. Nein! Geh weg! Du Penner! Oh, Mann. Ich muss die nehmen. Au! Auch wenn es nicht viel bringt. Uah. Na, steh auf. Komm. Ich bin schon caution, ne? Ja. Okay, was? Aua! Use this. Ada, wait! Is that you? Ada. Ja, seht ihr? Die gute Ada hilft mir auch nochmal. Oh, Mann! Au, steh auf! Ich bin schon Danger, ne? Ja, ist egal. Halt Spray! So. Game over. Jawohl! Zeig's ihm. So geht das und nicht anders. Oh ja. Gut, dass ich noch einen Schuss habe. Den werde ich mir auf jeden Fall aufheben für was anderes. So, aber jetzt schnell. Ich nehme mal kurz... Ja, werde ich wohl nicht mehr brauchen, aber... Naja, alles, was hier Schaden macht, einfach mitnehmen. Na toll, jetzt brauche ich die Macken gar nicht mehr, glaube ich, oder? Das wäre ja toll. Schnell, 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 Leon. Wir haben keine Zeit. 3 Minuten. Ah, das reicht eigentlich locker. Ich glaube, wenn man jetzt hier noch 30 Sekunden hätte oder so, das würde noch glatt gehen, wenn man direkt durchrennt, aber... Muss ich ja nicht. Jetzt habe ich halt die ganze Zeit die Valve mit mir rumgeschleppt und brauchst du nicht mehr. Wie doof ist das denn bitte? Warum hat man sie nicht einfach am letzten Punkt, wo man sie das letzte Mal einsetzen musste, dann stecken lassen in dem Ventil oder was auch immer. So, mehr brauche ich nicht. Das reicht. So. Ja, es ist halt immer so. Der Tyrant, ne, den kann man dann mit dem Raketenwerfer zum Schluss letztendlich auseinandernehmen. Eigentlich total komisch. Aber gut. So. Wow. Hi. Euch muss ich gar nicht mehr machen. Ihr seid mir total egal. Ihr kümmert mich einen Dreck. So. Oh, die arme Sherry. Ja, gleich ist vorbei, Sherry. Keine Angst. Bald kommt Tante Claire und halt dich wieder. So, the Tunnel Gate ist... Ich hab's gesagt und dann habe ich es doch nicht gemacht. Muss ich sie doch töten, die ganzen Zombies da draußen. Aber für was habe ich mein treues Maschinengewehr, was ich vor kurzem erst gefunden habe, aber irgendwie ist es trotzdem treu. Ihr müsst alle drauf gehen. Einfach mal reinhalten. Scheiß drauf. Wieso hat nicht sterben wollen? Guckst du dir an. Stirb! Das finde ich so ein bisschen lächerlich. So ein Maschinengewehr hat einen weniger großen Effekt als eine Pistole. So ein Kleinkaliber, aber ich denke mal, das ist alles so Kleinkaliber. So, jetzt machen wir das Tor auf. Endlich! Ich glaube, einfach mal dagegen gefahren hätte es auch getan, weil da war irgendwie kein Bolzen, um das zu verschließen oder so, kann es sein. Naja. Achso, ich dachte, ich habe nur noch 1%, aber das ist der Raketenwerfer. Naja, gut, so. Zack, zackedi zack.
Ich wusste gar nicht, dass man den noch aufheben kann, den Raketenwerfer. Eigentlich habe ich immer gedacht, der hat nur einen Schuss. Und wenn man den verballert, dann hat man halt Pech gehabt gegen den Tyrant. Dann ist das Game over. So, will you move the lever? Ja, bitte. Für was auf Claire warten? Ich meine, ach komm, einfach mal losfahren. Vielleicht kommt sie ja noch, ne? Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Claire, what's happening? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Claire? Where am I? It worked. Oh, Sherry, you're gonna be okay. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Gebt's zu, ihr habt jetzt nicht damit gerechnet, dass das das Ende war, oder? Nein, es geht noch weiter. Noch ein bisschen. Aber ich überziehe dann, ist mir egal. What was that? What was that? Ja, natürlich gehen wir alleine hin. Mit dem Raketenwerfer, man weiß ja nie. Schweres Geschütz ist immer gut. Biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. Na toll. What's wrong? I don't know. The door won't open. Ja, komm, quatsch noch ein bisschen länger. Wir haben ja nur 2 Minuten. Ja, diese Stelle ist übrigens richtig fies. Wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie genug Waffen dabei hat, dann ist es eigentlich schon unmöglich, das Spiel zu beenden, finde ich. Aber dazu kommen wir jetzt. Boah. Lecker. Tentakel Ray Pentai. Boah, guckt's euch mal an. Riesige Fressmaschine. Das ist William übrigens. Hi, William. Bist so in Kenntlichkeit mutiert. Beim ersten Mal hatte ich da ganz schön Bammel, muss ich sagen, als ich hier war an der Stelle. Und Bams, einmal. Aber das reicht noch nicht. Natürlich reicht das nicht. So. Magnum. Ich sag ja hier an der Stelle, man kann nicht mehr zurückweichen. Man ist genau an der Tür. Press an der Tür. Stirb! Yes! Ich will das nicht berühren. Geh zurück. Ist das mal nicht ekelhaft. Naja. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein, oder? Warning. Warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. Each train compartment will detonate sequentially. Claire! Stop the train! I can't. Control room is locked.
wonderful. Sherry? What are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. But come and get me. I'm right here. Which one's the right switch? Maybe this one? Sherry! Leon! Can't hold on. Push the switch over there! Got it! Finally, the exit. Are you all right? I'm okay. Where's Claire? Claire? Claire! Right here. Claire! I guess we all made it. They just won't quit. Come on, we have to get out of here. Run! So... it's finally over. Sherry, you look terrible. No worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. Yeah, Leute, das war Resident Evil 2. Ich find's sau cool, das Spiel. Immer noch, muss ich sagen. Oh, da sehen wir noch ein paar Szenen aus dem Spiel. Ja, es hat zwar schon einiges an Jahren auf dem Buckel, aber ich finde, es lässt sich immer noch sehr, sehr gut spielen. Der Flow ist immer noch da und es macht sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, Zombies abballern geht immer, sag ich mal. Okay, Leute, es geht dann weiter mit Resident Evil Nemesis, wie ihr wisst. Ich glaube, das kommt dann direkt im Anschluss. Ja, machen wir so. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin der Blue. Haut's rein. Tschüss, tschüss.